Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ja, von euch kamen jetzt keine Vorschläge, deswegen machen wir wie beim letzten Mal angekündigt mit den Tromburg EX ein Deck. Und ja, das ist ein bisschen bei mir komisch verlaufen, aber ihr werdet die Matches machen, ich habe die Matches gemacht, ja, so sieht das Deck in voller Pracht aus. Ich habe das mit ganzem mit dieser Floor kombiniert, um mit zwei Energien halt auf vier Energien zu kommen, somit verdoppelt sich das hier mit den Holzexplosionen, um mehr Schaden auszurichten mit der Holzexplosion. Ja, das Ganze mit Mantidia Sonntag mit einem kombiniert, um Energie wieder zurückzubekommen, habe ich Blumenvorrat Mantidia mitgenommen. Ja, ich habe aber nur zwei Matches, denn eins davon ist ziemlich lang gewesen. Das hätte schon allein für eine Folge ausgereicht von der Länge her. Also fast. Deswegen habe ich noch ein zweites genommen und sonst, ja, bei den einen Match war ich am Ende sehr, sehr, sehr verwirrt, was da genau passiert ist. Aber wovon ich rede, das wird ihr bei den Matches erfahren. Dieses handelt eher erweitertes Deck hier mit Kampfhander. Ja. Es ist auf jeden Fall Potenzial da, definitiv, aber man muss es auch dann viel Glück haben, irgendwie auch die richtigen Karten zu bekommen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Matches. So Leute, willkommen zu einem Match mit dem Tromburg Bisaflor Deck und ich bin gespannt, ob es so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte, und es ist natürlich wieder mal nicht so. Kapufala-Start. Wie widerlich ist das denn? Oh! Gyarados GX oder vielleicht ein anderes Gyarados-Deck. Dampf ablassen, Gyarados. Oder was auch immer. Ich spiele jetzt einfach mal Cynthia. Wow. Oh wow. Was war das denn jetzt? So, du kannst es schon entwickeln. Und es ist Dampf ablassen. Okay. Vielleicht ist es ein Fehler, jetzt endzuspielen. Alter, ich krieg einfach auch gerade nichts, ne? Energieantrieb. Ich glaube, das könnte jetzt schon vorbei sein. Computersucher. So, jetzt kommen zwei Carpados. Null Carpador. Jetzt kommt aber Carpador. Drei Stück, um genau zu sein. Und das war's. Müsste es gewesen sein schon, oder? Ne, zwei. Zwei Carpadors. Kapufala.
Zeitpuzzle. Okay, du hast beides. Du hast Adrian und Mark drin. Oh. So, jetzt kommt Vorhersehung. Okay, du mischst die Preiskarten durch. Interessantes Szenario gerade. Dump ablassen Gyarados mitten Galagladi. Nochmal ein Bestellpad. Ich kann ja so viel machen. Wenn ich jetzt endspiele, weiß ich safe, dass er definitiv die Karte bekommt. Ich konnte noch nichts aufbauen. Mich doch verarschen. Ach, mein Gott, das wird nicht wahr sein. Okay, Platan. Und da ist safe eine Energie dabei. Und Kapuriki. Hyperball. Oh, der werte Herr kommt auch mal vorbei. So, jetzt irgendwie. Weil dann bringt mir gerade gar nichts, ne? Ja, um die Karten loszuwerden, will ich jetzt erstmal was machen. Okay, immerhin dieser Knosp. Kann schon mal den dunklen Wald benutzen. Wow. Bitte nicht zu viel Schaden. Bitte nicht zu viel. Ich hasse dich, Flordelis. Ich hasse dich.
Dunkler Wald. Ich baue lieber ein... Jetzt erschrecke ich mich von meiner eigenen Musik, weil ich gerade lauter gestellt habe, aus Versehen. Das sieht gerade nicht gut aus. Kampffahnder, da wird wahrscheinlich jetzt nochmal Dorelis kommen und Kapufala oder anderen Trombok. Ein neues Trombok, okay. Wenn es weiter nichts ist. Schaden. Ist okay. Ja, komm. Muss ich sagen, läuft super auf meiner Seite. Ich bekomme immer die passenden Karten gerade. Also besser spielen kann ich gerade, glaube ich, gar nicht. Double-Zeit-Puzzle. Das erkennt man ja nicht wirklich. Erst wenn du es benutzt, ja, Double-Zeit-Puzzle. Okay. Was kommt jetzt? Adrian. Ah, okay, Garados. Kommt jetzt rein. Romnis, tut mir leid. Ah, okay. Ja, geil. Okay, das ist okay. Revitalisiere ist sogar okay. Ich nehme mal einen Trombok mit. Ach, ich kann es ja noch nicht entwickeln, aber... Das kann ich nicht entwickeln. Egal, machen wir Holzexplosion. Das reicht gerade mal aus. Und ich bekomme... Ja, super toll. Dieser Knoss. Bestellpad. Und er bekommt... Kampffahnder. Oh, was wird das jetzt? Du hast aber Nummer 1. Kampffahnder? Flodelis? Nee, Mark. Er holt Dingens wieder. Das Galagladi. Ich überlebe sogar noch. Und
ich überlebe sogar noch. Scheiß. Das bringt mir gerade herzlich wenig. Ich mach nur 110 Damage. Ich brauch eigentlich jetzt Heiko. Um das Match noch jetzt eventuell zu gewinnen. Ja, geil. Walbern bringt überhaupt nichts. Macht er nicht mehr Damage auf das Pokémon. Komm, ich mische jetzt auch nochmal die Karten. Naja. Okay. Ich glaube, das ist trotzdem los. Ich kann meine Karten nicht. Ich müsste jetzt gleich so viel Glück haben, dass ich noch irgendwie eine Energie ziehe. Aber wahrscheinlich habe ich nicht so viel Glück. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Energielotterie. Alter, wie viel hast du. Wie viel. Was, hast du erst so wenig? Zwei erst? Ach du Kacke. Keine Ahnung, ob das überhaupt so ein schlauer Zug war, aber wahrscheinlich nicht. Du hast bestimmt irgendwas noch. Irgendwas hast du noch. Die letzten vier Karten. Und noch die fünf, noch die fünfte Hand. Kann auch nichts Großartiges machen mehr. Ich glaube, das ist jetzt für einen definitiv vorbei. N. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Irgendwie versuche ich gerade noch zu überleben. Ich ein Flordelis. Das heißt, er hat safe noch ein Flordelis. Oder vielleicht sogar Bromley. Wenn er Bromley hat, dann ist oder so für mich finito.
versuche ich ihn gerade nur auszudrohen. Mehr kann ich gerade nicht machen. Energietechnisch sollte er nichts mehr haben. Er hat 4 draußen. Wenn er jetzt noch einen Brombeer hat, dann ist vorbei. Ein Switch. Auch das wäre vorbei. So, jetzt habe ich zumindest die Kombi mal endlich irgendwie nach etlichen Dinger da geschafft. Ein bisschen Schaden. 40 Damage. Ich habe das Gefühl, er wartet auf irgendwas. Ich habe das Gefühl, du wartest auf irgendwas. Eine noch. Ich mach gar nichts. Ich greif nicht an. Wenn du jetzt nicht... Kampffahnder. N. Okay. Ist okay, damit kann ich leben. Dann geht das Duell noch weiter. Ja, ich glaube, das Spielchen machen wir nochmal eine Runde. Kampfhahn müsste er jetzt nicht mehr haben. Nein. Auch wenn es vielleicht nichts mehr bringt. Ich heile es trotzdem einfach mal. Ich weiß. Nightblader, aber ich bin am Verzweifeln und am Überleben. Es tut mir auch gerade leid. Ne? Es tut mir irgendwie gerade schon leid. Weil gewinnen kann ich so nicht mehr. Du hast 2 Pokémon da, die mich zerfetzen. Daher muss ich leider auf die sichere Schiene spielen. Kunstrad. Ja. Aber ein schönes Deck hast du definitiv gehabt. Ein bisschen komisch gewonnen, aber Spezialaufladung. Ja. Komm. Jetzt wollen wir die Macht haben, ne? Ich will jetzt einmal noch sehen. Holzexplosion. Na, Mantidier und N, okay. Aber das andere Mantidier war leider nicht mehr da. Nur mit einer feigen Taktik habe ich jetzt doch irgendwie gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Match mit dem Trombok Bisaflor-Deck gegen einen interessanten Namen Pock-Pock-Gegner. So, Handlöchen. Wir kämpfen beide mit einem Pflanzendeck. Da bin ich mal gespannt. Oh. Capo Toro.
Babysitting. Ob man Tedia GX trägt. Okay. Ich muss endspielen. Kriege ich vielleicht... Vielleicht. Ein Trombock? Nein. Dann hätte ich zumindest schon mal Energie drauf werfen können. Gute ist, ich krieg von Horn Attack keinen Schaden. Viridium. Ist okay. Mit Gift arbeite ich mit Paralyse auch nicht. Horn Attack. Nothing. Okay, jetzt muss ich aber in den Vollen gehen. Nochmal N. Komm. Gib mir wenigstens jetzt irgendwas. Ach, ey, du willst mich doch verarschen. Ganz ehrlich. Dick, was habe ich dir getan? Dass du mich so gerade jetzt im Stich lässt. Nicht mal so ein Hyperball. Ja. Gut gespielt. Ich muss Capo Falla jetzt draufsetzen, sonst verliere ich. Keine Ahnung. N. Synthese. Nein. Switch. Oh mein Gott, ey. Was für ein Krampf ist das denn bitte hier, ey. Geht er jetzt schon auf die GX? Nee. Er wechselt zu... Viridium? Why? Den Grünschnitt? Okay. Und dann ist es nicht mal das GX. Oh, super toll. Das läuft ja echt klasse gerade. Ich mach 80 Damage. Verzweiflungsattacke! 800 sogar, okay. Das ist wirklich Verzweiflung pur gerade. Und Grünschnitt. Das nächste Mantidia ist fertig. Wow. Oh, Bisasam, kommst du auch mal? Ja, das ist doch loose. Das sehe ich jetzt schon. Viridium weg. Das weg. Das weg. Geil.
Sama. Ja, jetzt opfer ich schon zwei Pokémon. Zwei. Weil ich das gerade nicht anders kann. Bitte. Gib mir wenigstens jetzt mal Entwicklung. Das kann ich knicken jetzt. Manche Dia kriege ich auch nicht down. Cynthia. Isaflor, please. Thank you. Wenigstens etwas. One-shotte ich das. I don't know. Nee, 10 Schadenspunkte. 10! 10! Ein Mantidia fehlt mir! Oh mein Gott, ey. Ja, Heal bringt mir auch nichts. Ich brauch Energie. What? Super Angel? What? No, nee, ne? Nicht dein fucking Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst-Deck, oder? Super Angel. Energie ist gleich Revitalisierer. Mantidia ist auch gerade weg. Ja, da sind nämlich die 10 Schadenspunkte. Oh mein Gott. Na, die beiden. Super Angel sind jetzt beide in den Preiskarten drin. Ich habe nur noch 2 Energien. Geil. Ich brauche eine davon, um Mantidia Blumenvorrat zu benutzen. Und er braucht nur noch ein Pokémon, um irgendwas zu besiegen. Das heißt, das hier ist down, das hier ist down.
Ja. Das lief ja wundervoll. Das lief ja wundervoll, muss man sagen. Keine Ahnung, ich brauche jetzt irgendwie wenigstens eine Energie. Damit ich es vielleicht noch rumdrehen kann. Vielleicht ein... Ah, okay. Ich brauche irgendwie eine Energie. Ich weiß nicht, ob ich die bekommen werde. Cynthia, please. Please, one energy. Nope. Nope. Jetzt muss ich irgendwie tanken. Irgendwie. Zwei Energien noch im Deck. Bekommen gerade keine. Oh, please! Jetzt musst du was tanken. Ich brauche eine Energie. Was? Warum? Was? Verstehe ich nicht. Egal. So. Jetzt liegt es natürlich an euch. Wie hat euch das Deck gefallen? Beziehungsweise, wie gefällt euch die Deck-Idee? Kann ich hier besser sagen. Denn die Matches alleine waren nicht sonderlich gut, finde ich. Ich habe zwar zweimal gewonnen. Einmal durch, ja, taktisches Ausdrawn, würde ich mal so sagen. Und der andere in beiden Matchen hatte ich ja fast verloren und irgendwie das letzte Match war ja eigentlich so gut wie verloren, aber irgendwie hat der Gegner entweder aufgegeben oder Internet war ausgefallen, keine Ahnung. Das ist mir sogar auch in einem Match passiert. Das habe ich nicht mit reingenommen und da ist genau das gleiche passiert. Ich war am Verlieren, aber sowas von am Verlieren. Und auf einmal kam der gewonnene Screen. Ich so, hä? Was ist los? Da war Internetausfall. Irgendwie hat dieses Trombock den Gegnern das Internet weggezogen. Ja, wer im Livestream das gesehen hat, der weiß, von was ich rede. Aber gut, in den Kommentaren ist mir irgendwann mal auch wieder eingefallen, dass sich jemand ein bestimmtes Pokémon-Duo gewünscht hat. Und zwar geht es um ein Mewtwo GX-Deck mit einem anderen Partner. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Abonnieren wäre auch nicht verkehrt. Ihr könnt mir weiterhin Vorschläge unten in den Kommentaren hinterlassen, was für Pokémon-Kombination oder was für ein Pokémon noch ziemlich viel Schaden rausdrückt. Weil es wird langsam wirklich immer schwieriger, irgendwelche guten Kombinationen hinzukriegen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen. Vielleicht irgendwie alte Decks nochmal recovern. Das Deckdesign hat sich auf jeden Fall verändert. Und nächsten Monat kommt ja auch schon das neue Addon raus. Und da ist mir auf jeden Fall eine Karte ins Auge gesprungen, wo ich vielleicht noch mit ein oder anderen Karten mal was versuchen möchte. Ob es klappt,
ist immer so die Frage. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal.